Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Heute werden wir alchemieren, endlich. Werden wir uns jetzt gleich auch direkt mal die arterische Krone aufsetzen. Ich habe jetzt offscreen auch schon alles so gemacht, wenn ich jetzt die arterische Krone aufsetze, automatisch den Diebesstein habe. Werden wir mal machen, let's go, so zack. Und Diebesstein hinzugefügt. Und weiterhin behalten wir natürlich dann zusätzlich auch noch den Kriegerstein, gerade Magierstein sagen. So, gut. Dann würde ich mal sagen, fahren wir hier mal noch gerade den Rest so an Pilzen ab. Blasenpilze und Weizen. So. Sind wieder schön nachgewachsen. Nichts tun. So, oh, das hängt ein bisschen gerade. So, achso, und falls ihr es. Ich weiß nicht, ob ich das ja schon gesagt habe. Ich habe jetzt auch hier am Haus alles vollendet. Das heißt, wir haben uns Kühe gekauft, wir haben uns Hühner gekauft oder einen Huhn, einen Kutscher und ein Pferd haben wir uns noch gekauft. Und auch noch ein Barden. Der befindet sich allerdings natürlich im Haus. Den werde ich euch jetzt auch mal noch vorstellen, den guten Mann. Den haben wir jetzt immer. Und er wird immer Musik für uns machen, wenn wir zu Hause sind. Ist doch ganz nett. Und Aela wohnt jetzt auch hier. Die ist umgezogen von von Einsamkeit nach hier zum Haus Seeblick. Da ist sie auch. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Gehen wir? Folgt mir. Geht voran. Eigentlich müssten die hier sitzen. Wir brechen auf. Folgt mir. Gehen wir. Ja, wir sollten lieber gehen, weil bevor ich das hier sehe. Das sieht ja komisch aus. Egal, hier haben wir nämlich noch ein bisschen mehr zum Abpflanzen. Abpflanzen, Alter, was für ein Wort. Zum Ernten natürlich. Abpflanzen, Alter. Oh mein Gott. Hilfe, nein, 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 nichts tun, um Gottes Willen. Das bleibt alles noch so, wie es ist. Hatte ich da nicht mal eine Waffe drin? Ich hatte da mal eine Waffe drin. Hä? Was? Moinsen? Hier war die der C4-Bogen drin. Und jetzt ist er einfach mal weg. The fuck? Habe ich den weggenommen? Rausgenommen oder so? LOL! Das ist jetzt. Wieso kann ich hier nicht durch? Das ist jetzt aber nicht cool. Moment mal, ist der irgendwie nach oben geflogen? Auf die obere Etage? Das kann ja gut sein, oder? Hier. Ne, geht ja gar nicht. Hä? Was ist das denn bitte? Haben wir den hier drin? Nee. Hä? Was? Die Holzmaske nehmen wir nochmal mit. Was? Kann ich hier noch nicht mal normale Waffen reinlegen? Also was heißt normale Waffen? Das sind immerhin Questgegenstände. Was soll das? Die sind einzigartig, deswegen habe ich die ja hier liegen. Was ist denn das für ein Mist? Jetzt ist der scheiß Bogen weg, oder was? Willst du mich komplett ver... Da ist nichts mehr, das ist weg! Ich will hier nix... Ach da! Guckt euch mal an, seht ihr das? C4. Was war das denn? So. Der Bogen gehört da rein. Ups, Entschuldigung. Hilfe. Jetzt steht er da drauf, jetzt kann ich... Warte mal, wir machen das mal so. Ich drehe mich um und werfe den jetzt ab. Was soll das denn? Warum? Okay, egal, was ich mache. So, da kenne ich nix. Was soll das? Wieso komme ich hier nicht durch? Wegen den Bienen oder was? Huch, was war das denn? Also... So, Leute, seid ihr bereit? Ich habe hier auch noch ein paar... Ne, hier habe ich hier nicht drin.
Boah, ey, wir werden jetzt über 1200 Tränke herstellen. Ich glaube, die habe ich... Alter, ich bin zu schwer beladen. Ach du Scheiße. Nur durch die Zutaten jetzt. So, hier habe ich die Sachen. Ach, den kann ich jetzt ja gar nicht anziehen. Durch die ätherische Krone, ey. Egal. Dann ziehen wir halt eben nur das an. Wie stark jetzt die Tränke sind, ist mir eigentlich letztendlich egal. Ob die jetzt ein bisschen besser sind von der Wirksamkeit her. Aber trotzdem, wir ziehen jetzt ein paar Dinge an, damit wir ein paar bessere Dinge hier raushauen können. So, dann würde ich mal sagen, Zutat das hier und herstellen. Dann stellen wir jetzt nämlich Gesundheit wiederherstellen zweimal. So, und durch den Effekt, dass wir ja Zendarius Glück haben, das haben wir damals erlernt, eine durchgehende aktive Fähigkeit, stellen wir ab und zu mal auch zwei Tränke her anstatt einen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, let's go! Skillen wir Alchemie! So, da hätten wir es auch schon. Ich würde mal sagen, das haben wir mal gut gemacht. Okay, wir verlassen mal wieder. Alchemie beenden. So, Alter, wie viele Tränke haben wir denn jetzt? Wie viel bin ich denn beladen? 1093. Nur dadurch, dass wir jetzt Tränke hergestellt haben. So, Weizen kommt da wieder rein. Hier werde ich jetzt mal dann... das hier ablegen.
das ablegen und das hier ablegen. Und warte mal, die Krone nehme ich mit rüber. Die kommt da auch nochmal rein. So, Bekleidung, bla bla bla. Wo ist es denn? Hier. So, zack. Und hier werden wir dann unsere Tränke reinmachen, die wir gebraut haben. Falsch hier. 31 mal mit 35. Dann 391 Stück mit 36. 643 mit 37 und 527 mit 38 Live-Erlebenspunkten wiederherstellen. Oh ja, das ist doch mal ganz schmackhaft gewesen, würde ich mal sagen. Wir sind aber kein Level-Up geworden, mein lieber Mann. Also hier muss man ordentlich trainieren jetzt in nächster oder näherer Zukunft. Gut, jetzt würde ich mal sagen, legen wir uns aber mal wieder unsere Sachen an, damit wir wieder unseren Rüstwert bekommen. Das hier, und ich würde gerne, huch, das hier noch machen, und zwar das hier wieder ablegen. Genau, das ist nämlich nicht verzaubert und das brauchen wir wahrscheinlich irgendwann noch einmal. So, das wollte ich euch auch noch zeigen. Hier in dem Storage Chest habe ich die ganzen verzauberten kleinen Ringe drin, mit dem ich angefangen hatte, meine Verzauberung zu trainieren. Das sind natürlich nicht mehr alle drin, ne? Ich habe schon einige verkauft. Aber ihr seht es hier, steigert die Ausdauer und 8 Punkte, 3 Punkte und davon jeweils 8 Ringe, also da habe ich ordentlich verzaubert. Oh, der ist aber gut was wert hier. Hier mal 206, damit können wir noch Geld machen. Frage ist, nehme ich die jetzt mal mit und vertick die irgendwie? Ich würde mal sagen, erst die teuren, das sind 4 Stück. So, nehmen wir mal die mit, das reicht fürs Erste. Obwohl, wisst ihr was... Dann haben wir noch 3 mit 184 und die Juwelenhalsketten sind noch einiges. Und das hier ist auch noch was wert. Und wisst ihr was, jetzt ohne Scheiß, komm, nehmen wir nehmen alles mit. Ich weiß auch schon, wo ich die verkaufen werde. So, zack. Die kriegen wir auf jeden Fall noch verkauft, das verspreche ich euch. So, jetzt haben wir fast den ganzen Part nur Tränke hergestellt. Das war jetzt ein bisschen übertrieben gewesen. Aber wie gesagt, ich habe gesammelt und wir haben jetzt na, so 20 Punkte Alchemie haben wir jetzt tatsächlich trainiert. Ist doch ganz cool. Ja. Ich und übertreiben? Nein. Ich doch nicht. So, ja. Was haben wir denn eigentlich questmäßig noch so zu tun? Die Rettung, da wollten wir warten. Momentan nichts, das ist gut. Dann werde ich euch jetzt mal für die Leute, die da bei der Staffel 9.5 nicht gesehen haben, wollte ich nochmal beweisen mit den Drachenpriester-Masken. Das wollte ich natürlich nochmal zeigen. Habe ich ja versprochen. Wie das jetzt aussieht und was passiert, wenn man alle Drachenpriester-Masken zurückbringt an einen Ort. Dafür müssen wir, wie gesagt, hier wieder hin. Nach Lampirinthion. Mal gucken, ob hier wieder der Troll da ist. Der Eistroll. Ja, der ist wieder da. Alles klar. Dann hauen wir den mal weg. So. Ganz leicht. Oh, aber hier sind die Sachen noch nicht nachgespawnt. Da sind nur noch die Edelsteine drin. Wo wir letztens schon gelootet haben. So. Dann werde ich jetzt einmal ganz kurz mir die Holzmaske aufziehen. Hier ist sie auch schon. Bringe mich auf die andere Seite. So. So, wir hatten alle Drachenpriester Masken abgegeben. Uns hat tatsächlich noch die Ragot-Maske gefehlt. Das war die Maske, die uns zuletzt dann noch gefehlt hatte. Von allen 8 Drachenpriester-Masken. Oder eher 9. Denn die 9. ist hier die nur, man kriegt halt wirklich nur Zugriff auf diese 9. Drachenpriester-Maske, wenn man alle 8 gefunden hat. Ich kann sie mal kurz rausnehmen, die ist einzigartig. Jede Drachenpriester-Maske ist ja klar, aber das ist wirklich weitaus die mächtigste. Die hat einen so miesen Effekt und sieht natürlich auch viel cooler aus mit den zwei Stoßzähnen. Hier, verleiht bei niedriger Gesundheit die Chance, sich selbst zu heilen und nahe Feinde zu verletzen. Das ist so böse. Ich würde sie aber natürlich wieder zurückbringen. So. Und die Holzmaske ziehen wir jetzt auch wieder aus. Das war's eigentlich auch schon.
Da gehören die dran. Azura verfluche euch! Was? Oh. Stimmt ja, du lähmst ja mit deinem Bogen. Das habe ich ja ganz vergessen. Du lähmst ja mit deinem Bogen. So, auf jetzt mal noch gerade Richtung Drachenfeste, weil da würde ich jetzt gerne mal die ganzen verzauberten Dinger verticken. Das war wirklich gerade ein Partner für die Alchemie. Und die Alchemie. Wir könnten uns natürlich auch leisten, die Alchemie zu trainieren, dafür ein bisschen Gold herzugeben. Aber wie gesagt, alchemieren werden wir eigentlich selten. Das war jetzt wirklich das einzigste und vielleicht letzte Mal auch schon, wo wir wieder alchemiert haben. Oh, was? Ich habe keine Ahnung, warum das hier gerade so hing. Ihr beschäftigt euch wohl gern mit Alchemie. Tja, ich habe das alles nie so richtig verstanden. Ich mag eigentlich gar keine Alchemie. Nee, doch, ist schon cool. Aber ganz ehrlich, wirklich Meister bin ich da drin jetzt auch nicht. Obwohl das, was heißt ja Meister? Ich mach's halt nicht so oft. Ich weiß natürlich, wie es funktioniert. Und da gibt's auch natürlich auch ein paar Tricks, wie man seine Rüstung und Waffe auch ohne Mod so hochpowern kann, dass die so krank stark am Ende ist. Aber das will ich halt eben nicht machen, weil das nimmt ja den Spielspaß weg. Da würden wir auch auf der schwierigsten Stufe legendär keine Probleme mehr haben. Und ganz ehrlich, nee, das lasse ich mir nicht entgehen. Also, ich meine, das lasse ich mir entgehen, so. So, was ist da verkaufen? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Oh ja, schon. Da, guck mal hier, zweimal mächtiger Seelenstein, jetzt hat der genügend Cash. Jetzt kann ich mal ganz kurz auch noch Feilschen-Dings anziehen, so. Die entsprechende so, verkaufen, erneut erneut. Und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. So, jetzt hier. Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier nichts falsch mache jetzt. So, die drei weg. Das weg. Das weg. Das weg. Und das weg. Weg. Weg, 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 weg. Alle acht Stück. Weg damit. So, das war's schon. Mehr kannst du eigentlich auch gar nicht kaufen. Nie, dass euer Hand eure schärfste Waffe ist. Das haben wir wieder Plus gemacht, trotzdem. Und ich muss meinen Helm mal aufziehen. So Leute, dann würde ich jetzt noch zur Beletor gehen. Zum Gemischtwarenladen. Da jetzt einfach noch den Rest verkaufen. Ich bin auch ehrlich, ich weiß gerade nicht, wie spät es ist. Was wollt ihr, Bade? Ich will gar nichts. Außerdem bin ich kein Bade. Ich war zwar in der Akademie, aber Fan davon bin ich nicht. So. Wir warten jetzt mal noch ein paar Stündchen, bis der gute Mann da ist und dann kriegt er den Rest noch verkauft, damit ich den Mist los bin. Ganz ehrlich, was soll ich mit den verdammten Ringen, die Finger weg. Gar nichts bringen. Entschuldigung, ich gehe nicht an die Tür. Ich wollte nirgendwo einbrechen. Alles gut. Ich nix böse. So. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich hab alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Ja, okay. Was hast du denn zu verkaufen? Oh, etwas hiervon, etwas davon. Okay. Gut gesprochen. So. Ja, da kriegen wir jetzt alles weg. So. Sehr schön. Das war's auch schon wieder. Bitte kommt wie? Was? Bitte kommt wie? Was? Wieder? Ja, bestimmt. Irgendwann mal wieder. Mal gucken. So Leute, gut, ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Part, jetzt nicht allzu spannend, aber wie gesagt, das mit dem Alchemieren, das war jetzt mal Pflicht hier, ich wollte es endlich mal machen und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns im
der nächsten Folge einfach irgendwo wie... Hm? Was ist denn das? Guten Morgen. Guten Tag. Wieso ist hier alles voller Blut? Hier auch. Hilfe? Oh, nein. Okay, egal. Ich will nicht fragen, warum hier Blut ist. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder oder irgendwo im Himmelsland mal schauen. Bei Skype wieder. Macht's gut. Ciao.